Premierministerin Truss will die regierende konservative Tory-Partei rasch die Nachfolge regeln. Bis Montag können Nominierungen aus der Fraktion eingehen und bis Freitag kommender Woche soll schon ein neuer Regierungschef oder eine neue Chefin gewählt werden. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten unter anderem Ex-Finanzminister Sunak und Ex-Innenministerin Braverman. Auch gibt es Spekulationen über die Rückkehr von Ex-Premier Johnson. Truss war mit ihren Steuersenkungsplänen gescheitert und hatte zuletzt den Rückhalt in ihrer Partei verloren. Ein bisschen erinnert es an das grüßende Murmeltier. Das Sprechpult wird schon wieder vor dem Regierungssitz zurechtgerückt, wie erst vor gut 3 Monaten im Sommer. Damals kommt er noch aus der Tür. Hi, everybody. Umringt von seinen Unterstützern. Nun ist sie es, nahezu allein, aber mit der gleichen Ankündigung: Rücktritt. Ich hatte eine Vision, mit niedrigen Steuern die Wirtschaft anzukurbeln, die Freiheit des Brexit umzusetzen. Ich muss erkennen, dass ich das angesichts der Situation nicht liefern kann. Deshalb habe ich dem König mitgeteilt, dass ich zurücktrete. Die neue Margaret Thatcher wollte Liz Truss werden, mit radikalen Steuersenkungen und einem schlanken Staat die Wirtschaft ankurbeln. Jeder profitiert von einer wachsenden Wirtschaft und einer besseren Zukunft. Ein marktradikales Konzept und ein Experiment, das krachend scheitert. Seit ihren Ankündigungen ist Großbritannien in einer schweren Wirtschaftskrise. Ihr letzter Besuch bei König Charles wird zu einem demütigenden Moment. Da sind sie ja wieder. Oh, meine Liebe. Naja. Wie im Sommer ist Großbritannien schon wieder fassungslos über seinen Premier. Truss, genau wie ihr Vorgänger, trotzt allen Rücktrittsforderungen. Ich bin eine Kämpferin, keine, die abhaut. Eine Abstimmung über Fracking soll gleichzeitig eine Vertrauensfrage über Liz Truss sein. Offenbar werden konservative Abgeordnete bedrängt, für die Regierung zu stimmen. Die Opposition berichtet von dramatischen Szenen. Ich habe Abgeordnete gesehen, die handgreiflich angegangen wurden und schikaniert. Wieder einmal laufen frustrierte, entgeisterte Tories durch das Regierungsviertel. Ich hoffe, alle, die Liz Truss zur Regierungschefin gemacht haben, können noch in den Spiegel schauen. Der Schaden, den sie unserer Partei antun, ist enorm. Also macht sich wie im Sommer wieder eine hochrangige Gruppe aus der konservativen Partei auf, um zu sagen, es ist zu Ende. Nach nur 6 Wochen ist Liz Truss Zeit vorbei. Nun beginnt die Nachfolgesuche. Und einer der Namen, der unter vielen auch gehandelt wird, ist, das Murmeltier grüßt, Boris Johnson. Und um dieses Hin und Her in der britischen Politik etwas besser einordnen zu können, hat meine Kollegin Karin Mioska mit Christoph Meyer gesprochen. Er ist Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London. Und sie hat ihn zunächst mal gefragt, was aus seiner Sicht der Punkt gewesen sei, an dem Liz Truss scheiterte. Ja, der Hauptpunkt ist sicher, dass sie den Rückhalt in ihrer Partei verloren hat. Sie ist schon von vornherein mit relativ wenig Rückhalt ins Amt gestartet. Nur ein Drittel der Parlamentarier hatten sie überhaupt gewählt. Und dann hat sie den Traum eines Flügels ihrer Partei, nämlich nach einem schlanken Staat, nicht realisieren können und den Marktkern der Konservativen schwer beschädigt, weil die Finanzmärkte überreagiert haben. Im Hintergrund sind die Verletzungen von vielen Jahren von Rebellion und Konflikt innerhalb der konservativen Partei, sodass sie letztendlich ein Opfer der Konfliktlinien und der Brüchigkeit der konservativen Partei geworden ist. Die politische Misere in Großbritannien dauert ja schon ein wenig an und Truss ist nicht die erste, die scheiterte. Kann man zu diesem Zeitpunkt sagen, der Brexit frisst seine Kinder? Das ist teilweise sicherlich richtig. Zur Zeit des Referendums wurden Versprechungen gemacht, die sich gegenseitig ausschließen, zum Beispiel Handelsbeziehungen aufbauen zu neuen Märkten und gleichzeitig zu versuchen, einen starken Staat und ein starkes Gesundheitssystem aufzubauen. Das passte alles nicht wirklich gut zusammen und diese Widersprüche haben dazu geführt, dass innerhalb der Partei Flügel entstanden sind,
die sich zunehmend bekämpft haben und die nicht leicht miteinander zu vereinbaren waren. Nur Boris Johnson hatte es 2019 geschafft, diese Koalition zusammenzuführen. Die Abwahl von Boris Johnson hat so eine Art Landrutsch ausgelöst und es geschafft, dass diese Konflikte dann ins Offene hinausgebrochen sind. Können Sie sich vorstellen, dass es noch jemanden geben kann, der das schafft, die Flügel zusammenzuführen? Was muss ein neuer Premierminister oder eine neue Premierministerin künftig besser machen? Der neue Premierminister muss sicherlich versuchen, die verschiedenen Flügel oder Repräsentanten der verschiedenen Flügel in sein Kabinett zusammenzuführen und eine Art Einheitsregierung der Konservativen zu bilden. Das wird nicht leicht sein, weil gerade die starken Persönlichkeiten sich über die Jahre viele, viele Feinde gemacht haben in den anderen Lagern. Rishi Sunak zum Beispiel, der Finanzminister war, wäre ein guter Kandidat, aber ist gerade bei den Unterstützern von Boris Johnson sehr verhasst oder jedenfalls sehr unbeliebt. Während Boris Johnson auch viele Feinde hat aufgrund seiner Amtsführung beziehungsweise aufgrund der Versprechungen, die er gemacht hat. Also es ist nicht einfach zu sehen, was ein Einheitskandidat sein kann, aber er müsste in der Tat versuchen, Stabilität wiederherzustellen und die richtigen Signale an die Finanzmärkte zu senden, dass die neue Regierung hält und dass die neue Regierung vernünftige Haushaltspolitik machen kann. Wer ist denn in Ihren Augen der wahrscheinlichste nächste Kandidat? Ich würde nach wie vor auf Rishi Sunak tippen. Okay, dann schauen wir mal, ob Sie recht behalten. Ich würde gerne noch wissen, wie das Ganze bei den Briten ankommt. Sie kennen die Umfragen. Haben die Menschen überhaupt noch Vertrauen in diese Politik? Sie haben sicherlich wenig Vertrauen in die konservative Partei. Es gibt viel Wut und Enttäuschung, gerade unter den Wählern der Konservativen. Und auf der anderen Seite viel Schadenfreude. Es gibt auch ein unterschwelliges Gefühl, dass das politische System nicht wirklich gut funktioniert und dass es möglicherweise eine tiefgreifende Reform des politischen Systems geben sollte. Und zum Dritten gibt es natürlich Sorge um die gestiegenen Lebenshaltungskosten, um die Währung, die Inflation, die Energiekosten und wie es eigentlich eine Regierung schaffen kann, diese großen Belastungen gerade für die ärmeren Haushalte abzufedern. Die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Christoph Meyer. Danke für das Gespräch nach London. Gern geschehen.